Und wenn mich einer fragt, was denn von einer Ministerin zu halten sei, die sich in ein Fernsehstudio setzt und unverhohlen meint, dass ein Mensch, wenn die Miete abgedeckt ist, von 150 dieser Euros einen Monat leben könne, dann macht mich das zunächst sprachlos. Kurz spiele ich mit den Gedanken, sie als asoziale Schneebrunzerin zu bezeichnen, was mir dann aber meine gute Kinderstube untersagt. Und dann kann man dem nur noch entgegnen, dass man ein derartiges Regierungshandeln zwar zur Kenntnis nehmen kann, dass ein solches aber nicht hingenommen werden darf.